Hallo und herzlich willkommen. Ich tue den Chat mal versteckt stellen. Und herzlich willkommen. Welt muss nur kurz laden. Zum Let's Play Minecraft Staffel Nummer 6. Mal ganz kurz gucken, ob die Musik so angenehm ist. Müsste eigentlich so passen. Wir haben kein Bett mit, deswegen nehme ich das hier mit. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, warum ich das alles hier im Inventar habe. Warum ich hier mit 41 Brot rumrenne. Für alle Neuen, das ist hier nur ein Anzeigefehler, wenn ich bestimmt gucke. Das hängt mit der Sonneneinstrahlung zusammen. Glaube ich zumindestens. So, hier kommen wir ja irgendwo raus. Ihr habt ja letzte Folge gesehen, dass wir unten den Schacht machen und dann müssten wir irgendwie so hier rauskommen. Ich muss mir da unten nicht erschrecken, ich habe ein bisschen gearbeitet. Ihr seht hier, ich habe die Bahnstrecke jetzt komplett bis runtergezogen. Und hier drinnen müsste eigentlich... Nee, das habe ich unten schon. Das habe ich ja unten. Ich tue mich jetzt auch extra so drehen, dass man das nicht gleich sieht. So, ja. Tun wir erstmal den Stein herausnehmen. Ich könnte ihn auch rausnehmen, wenn ich nicht so viele Level habe. Genau. Hier ist schon eine Lore. Hier drüben habe ich die ganzen Steinsachen drin. Tue ich jetzt mal die Steinsachen auch rein. Eine Spende kommt aus Mooseck. Und das Eisen kann ich auch mal hier reinpacken, weil hier unten sind auch die Schienen. Die Erde lasse ich jetzt mal vorweg. So, jetzt zeige ich euch, was ich hier getan habe. Und schaut mal hier. Die Bahngleise wird wahrscheinlich wieder wegkommen. Und wahrscheinlich nur ein Eingang für den... Beziehungsweise für die... na, sag schon. Stadtrundfahrt hier. Städtische Rundfahrt. Hier habe ich schon ein bisschen weiter gemacht. Das wird wahrscheinlich so ein Gang werden. Wie hier drüben dann auch. Das geht so noch ein bisschen weiter hier rein. Habe ich mir so überlegt. Das gleiche dann hier mit Gleis 5. Also 4 und das ist 5. Für alle, die es nicht wissen, da habe ich mir folgendes Design angelegt hier. So. Wie zum Beispiel auch das dann so zu gestalten. Aber da bin ich mir noch unschlüssig, ob ich das überall so gestalten werde. Aber würde das so ausschauen und oben dann auch so und dann so und dann so 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 und so, kann man sich einen Block mal kurz sparen, das fällt nicht auf. Da hat man dann nur das Problem, wenn man dann hier rausguckt, hat man dann hier so ein Muster drin und das gefällt mir eigentlich nicht so. Deswegen würde ich es doch gern wieder weg haben, habe ich mir dann so gedacht. Weil die Säulen, die sehen ja eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ja? Darum habe ich jetzt auch hier einen Luft gelassen. Ja, genau. Das dazu. Unten habe ich noch nicht weiter gemacht. Aber das stört uns ja nicht. Wir klöppeln in der heutigen Folge noch ein bisschen hier unten. Hier sind wir da. Und mir fertig geklöppelt haben. Also das kleine Stück hier noch. Dann arbeiten wir uns mal an die Seite vor. Wenn wir dann draußen sind. Zumindest muss ich dann noch mal ganz kurz schauen, wo wir dann da rauskommen. Ich guck mal kurz auf die X-Koordinate. Das ist hier in der Mitte. Es ist die Mitte. Ist das auf
die x-Koordinate, die z-Koordinate auf minus 1863. 1863, kann man sich gut merken, ne? 1863 und wir sind auch bei 90, also 690. 1863. Gucken wir doch mal, wo wir da rauskommen. Guten Tag. Wir hatten letztens eine kleine Versammlung hier auf dem Server, wo der Rat mit seinen klugen Köpfen 1663. Was ist denn hier? Passt doch. Passt doch. Können wir hier dann noch so ein Gebäude pflanzen? Mal, wo ich hier rauskomme. Hätte ich mir natürlich auch die Höhe merken sollen, ne? Aber hier ist Eisen. Das Eisen ist gut. Eisen ist immer gut. Das ist auch noch Eisen. Ich habe, hier noch mehr Eisen. Mal eine neue Playlist dann. Das heißt eine neue, ich meine damit eine Nigelnagelneue. Ich komme mich einfach mal nach vorn. Guck mal, wo ich hier rauskomme jetzt. Die Kohle können wir später auch noch abbauen. Ist so hoch oder so niedrig, ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche hier 50. Aber wir haben eh noch ein bisschen dahin. Und zwar ist das mittelalterliche Musik. Das geht ungefähr eine anderthalbe Stunde. Ah, guckt mal. 50, war ich da gar nicht mal so schlecht. Ja. Tun wir jetzt erstmal jetzt hier anpassen. Und nächste Folge tun wir dann mal was verzaubern gehen. Da bin ich schon gespannt, was rauskommt. Wir können ja da mehrere Sachen verzaubern und ich möchte auch noch ein paar Bücher verzaubern. Weil so mit rund 30 Leveln rumzulaufen ist ein bisschen lame. Was heißt lame? Ein bisschen langweilig. Und man ärgert sich dann auch zu Tode, wenn man dann irgendwie krepiert. Was mir in den letzten Tagen, wir haben so ein bisschen einen Rundlauf im Server gemacht. Und da selbst auch beim Let's Show hatte ich schon die 30 Level Marke erreicht gehabt. Und ich glaube 33 oder 32, ich weiß es gerade gar nicht mehr. So. Muss auch immer eine Fackel setzen, immer mal. Nicht, dass hier was spawnt zwischendurch. So. Zack, 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 zack. Man kann zwar die Treppe hier hochgehen, weil, das sehe ich ganz genau, ist gerade Tag und Nacht, es ist noch Tag. So, so, so. Ja, es ist wieder kalt geworden bei uns hier. Und im Erzgebirge schneit es schon. Liegen schon die ersten, ersten Schnee behangenen Berge oder Berghänge, kann man schon sagen. Aber so schnell der Schnee da war, war auch wieder weg. Jetzt regnet es wieder, auch im Erzgebirge. Ah, die Straßen sind des Nächtens trotzdem glatt. Auf dem Fichtelberg könnte auch schon mal die minus 3 Grad erreicht werden. Was bis dato eigentlich keine Seltenheit ist für den Oktober, aber dennoch zu früh. So. Und wenn es so weitergeht, und jetzt schon so frisch kalt wird, weil wir hatten eine Woche lang
müsst ihr euch vorstellen, Hitze. Beim nächsten Wetterupdate Daily oder beim übernächsten muss ich das mal mit ansprechen. Da zeige ich euch mal ein paar private Unterlagen, die ich mir so über die Jahre angesammelt habe. Da konnte ich das immer so ganz genau nachschauen, ob das wirklich so ist. Beziehungsweise nachgucken, wie sich das mit der Zeit verändert. Die ganzen Tabellen, die mache ich jetzt schon seit 4 oder 3 Jahren. Aber die ganzen Temperaturaufzeichnungen, das ist schon, glaube ich zu wissen, waren ja seit 2007. Angefangen habe ich ja mit der Materie 2005. Und wenn man mal ganz genau auf mein Geburtsjahr guckt, und das war 97, ja, so alt war ich da noch nicht, 2005. Habe mich ziemlich mit jungem Alter schon an die ganze Materie herangetastet und war sehr interessiert daran. Das macht sich ja immer gut, ne, wenn man ein Hobby verfolgt über die Jahre. So, jetzt sollen wir mal ein paar Fackers machen. Und wie ich sehe, ist auch Nacht. Upsala. Wenn man schnell schlafen, ist jemand drauf? Nein. So. Bis nächste Folge.